Hey ho zusammen und herzlich willkommen zum nächsten Part von Harry Potter und der Orden des Phönix. Yay, warum geht der jetzt so los? Kurze Erklärung vorweg. Ich habe jetzt in den letzten Tagen und Wochen, glaube ich, auch schon insgesamt 3 Parts aufgenommen. Und da ist alles schiefgelaufen, was hätte schieflaufen können. Kurze Erklärung, der erste Part, den ich aufgenommen habe, war circa 20 Minuten lang und ist nach einem sehr stressigen Frühdienst entstanden, weshalb ich das Problem hatte, dass ich in diesem Part komplett ausgerastet bin, weil nichts funktioniert hat. Ich habe von einem lieben Abonnenten mit Namen Tardis den Tipp bekommen, dass ich vom letzten Part, habe ich glaube ich in der Bibliothek dieses komische Gemälde angelabert, dass den die Schlagzeile des aktuellen Tagespropheten von mir haben möchte. So, da habe ich den Tipp bekommen, dass ich in der großen Halle auf den Pult von Dumbledore Accio wirken muss. Habe ich getan, hat nicht funktioniert. Es ist im Endeffekt eine Kombination aus verschiedenen Zaubern gewesen. Das Ganze werde ich euch gleich auch auf jeden Fall noch zeigen. Im Endeffekt hat es funktioniert. Ich habe den Tagespropheten bekommen, allerdings konnte ich ihn nicht aufheben. Grund dafür war, dass das Spiel von Part 14, glaube ich, war der letzte, lasst mich nicht lügen. Genau, von Part 14 an hatte der alles, was ich getan hatte, nicht gespeichert. Dementsprechend war quasi die Aufgabe, die ich von Snape angenommen hatte, war nicht aktuell. Also die hatte ich quasi noch nicht angenommen, weil es halt nicht gespeichert war. Und dieses Gelaber, dieses Angelaber von dem Gemälde hatte ich wohl offensichtlich auch noch nicht getan. Dementsprechend durfte ich das nochmal machen, wusste aber nicht, dass ich es nochmal machen musste. So, ich habe halt nicht gecheckt, dass das Spiel nicht gespeichert war. Und das war auch der Grund, warum ich den Tagespropheten noch nicht aufheben konnte, weil ich die dazugehörige Aufgabe noch nicht angenommen hatte. Ich hoffe, ihr könnt mir halbwegs folgen. So, da ich noch nicht mit dem Gemälde gesprochen hatte, weil es nicht gespeichert hatte, konnte ich auch den Tagespropheten noch nicht aufheben. Und ich wusste das aber nicht. Ich habe das nicht gecheckt und habe mich tierisch darüber aufgeregt, dass in diesem Spiel offensichtlich nichts funktioniert. Dann wollte ich das Buch finden, das ich für Snapes Unterricht finden muss, was offenbar auch irgendwo in der verbotenen Abteilung rumliegt. Hab's aber auch nicht gefunden. Selbes Dilemma, weil ich einfach die Aufgabe von Snape noch nicht angenommen hatte. So. Dementsprechend habe ich 2 Parts damit verbracht, zu versuchen, diesen Tagespropheten an mich zu bringen und das Buch zu finden. Und habe insgesamt 2 Parts gebraucht, um herauszufinden, dass es einfach nicht gespeichert war. So, am Ende vom zweiten Part, den ich aufgenommen habe, habe ich dann gecheckt, was abgeht. Und ich möchte euch einfach ersparen, diese 2 Parts zu sehen, weil es einfach nichts Sinnvolles, nichts Nennenswertes in diesen Parts zu sehen gibt. So, ich hoffe, ihr könnt mir folgen. Deshalb habe ich mich dazu entschieden, diese Parts nicht hochzuladen. Ich werde versuchen, so einen kurzen Zusammenschnitt aus den Sachen zu machen, die vielleicht sehenswert sind, und werde dann aber anschließend direkt den nächsten Part hinten dran hängen, an dem dann hoffentlich auch alles wieder funktioniert. Ne? So. Dann geht's halt mit den Aufgaben weiter und so weiter. Ich habe halt auch noch einen dritten Part aufgenommen, wo dann alles so halbwegs funktioniert. Ich will euch natürlich auch nicht spoilern jetzt, was den nächsten Part angeht. Ich packe euch hier vor diesem Part, deshalb wird das ein bisschen längerer Part, ungefähr eine halbe Stunde bestimmt. Ich packe euch hier vor diesem neuen Part jetzt einmal ganz kurz die wichtigsten Dinge, die aus den letzten beiden Videos hervorgegangen sind. Und dann geht's mit dem neuesten Part weiter. Und ich hoffe, das gefällt euch alles so. Dann tut's mir leid, dass es so viel hin und her gab und dass es immer so lange dauert mit meinen Videos, aber ich gebe mir sehr viel Mühe. Und by the way, noch was ganz Kurzes vorweg. Ich habe auch von irgendwem den Tipp bekommen, dass ich meine Intros nicht mehr so lang machen soll. Weil in den ersten, ich glaube, 5 bis 15 Sekunden die Leser entscheiden, die Leser, genau, ihr seid alle Leser, meine Leser. Nein, die Zuschauer entscheiden, ob sie sich das Video jetzt angucken möchten oder nicht. So, man muss die halt einfach in den ersten 10 Sekunden fesseln. Ich kenne das selber. Wenn das Video mir von Anfang an nicht gefällt, dann schalte ich wieder weg. Deswegen gibt es vor diesem Part erstmal gar kein Intro, weil das hier ist Intro. Und vor den nächsten Parts wird es kürzere Intros geben, die maximalst 20 Sekunden sind, wenn überhaupt. Meistens wird es wahrscheinlich kürzer. Ich habe mir sowieso immer abgebrochen, wenn ich versucht habe, diese Intros zu machen. Dementsprechend bin ich ganz froh, wenn dann irgendwer sagt, hey, mach die ruhig kürzer. Geil, gerne. Dann wünsche ich euch jetzt viel Spaß mit dem Part. Es tut mir leid, dass ich so viel labere. Ja, wir sehen uns beim nächsten Mal. Ciao.
Und dann werdet ihr, ihr werdet alles erfahren, definitiv. Das ist gar keine Frage. Alles, was ich getan habe, wird auch hier zu sehen sein. Alles andere war an dieser Stelle unwichtig. Aber hier ist kein Buch. Hier ist definitiv kein Buch. Ich bin auch nicht in der verbotenen Abteilung. Ich bin so ein Witzbold. So, da sind drei... Oh, holy shit, das sind viele Regale. In der Mitte. Irgendwo hier in der Mitte. Führung. Hier hin? Da? So? Wie mache ich nochmal Akio? Ich weiß nicht mehr, wie man Akio macht. Vielleicht auch das Falsche. Auf den Pult von Dumbledore. Könnte das auch das da sein? Akio! Tatsächlich. Oh, nö. War das gemeint? War das nicht gemeint? Nein? Okay. Ich weiß nicht, also irgendwie scheint das nicht zu funktionieren. Wartet kurz, ich gucke einfach, ob irgendwer hier zufällig den Tagespropheten liest. Depulso! Aha, der andere war's. Nicht Akio, sondern Depulso. Akio! Da! Jetzt habe ich's. Also erst Depulso und dann Aktio. Huppala. Mein Popschutz gerade ein bisschen. Da ist der Tagesprophet. Okay, aber da wäre ich im Leben nicht drauf gekommen. Also vielen Dank trotzdem für den Tipp. Auch wenn es jetzt ein bisschen gedauert hat, bis ich es wirklich tatsächlich geschafft habe. Aber wo ist der Tagesprophet? Wo hast du den hingeworfen? Da ist ein hingeworfen. Oh. Hi. Hallo. Hallo. Hallo? Was zum Henker war das denn jetzt? Was war das? Nick kam einfach an und hat Hallo gesagt. Ja, hallo Nick. Danke, freut mich. Gerne. Wenn ich in die Nähe von dem Buch komme, dann werden die doch bestimmt irgendwas sagen von wegen, oh, da ist es, los, holen wir es uns. Oder so, das machen die doch auch immer. Oh, ich kann hier was reparieren. Oh mein Gott, ich kann reparieren. Einfach um zu gucken, ob mein Zauberstab noch funktioniert. Offensichtlich funktioniert's, okay. Warum mussten die mich ausgerechnet hier aufwecken? Echt? Gut so! Haha! Deck ihn zu! Was? Was tust du da? Huch! Ja, ja! Das ist unglaublich! Ich habe um ein Zimmer mit Aussicht gebeten und dann bin ich hier gelandet! Oh. Danke! Er ist einer von ihnen, da bin ich sicher. Komm schnell durch! Sag beim nächsten Mal lodernde Ohrwürmer. Lodernd. Okay, ich hab die Nase voll von dem ganzen. Ich guck mal, wo ich hier lande, wenn ich bei dem durchgehe. Lodernde Ohrwürmer. Ah, sie sind überall. Gott, ist das ein Verrückter, ey. Oh, fünfter Stock. Cool. Okay. Da hinten sind die, genau, das Knallpoker-Dingsbums. Lodernde Ohrwürmer. Sie beobachten uns. Sie beobachten uns. Ich bin nicht paranoid. Ich hab noch nie Butterbier getrunken. Das ist Blasphemie. Wobei, ich hab's auch erst einmal getan. Und das war fürchterlich. Wo ist Professor Sprout? Da. Teufelsschlinge? Hat Sprout damit nicht den Stein der Weisen geschützt? Psst. Ich würde gerne mit dir reden. Potter, Weasley und Miss Granger, haben Sie Ihre Hausaufgaben schon gemacht? Sie müssen für morgen Ihren Aufsatz über selbstdüngende Sträucher fertig haben. Vergessen Sie nicht, dass das Ihr Zackjahr ist. Ja, Professor Sprout. Ich vergesse das niemals. Hermine erinnert mich alle zwei Minuten daran. Oh, wie könnten wir unser Zackjahr vergessen? Die Lehrer reden doch von nichts anderem. Wo finden wir nur ein Buch über selbstdüngende Sträucher? Neville wird's dir erklären. Suchen wir nach ihm. Komm schon, Harry. Neville wird's mir erklären. Alles klar. Yay, ich schon wieder. Ich muss noch mal ganz kurz einen Zwischencut machen. Und zwar, das waren jetzt Ausschnitte aus dem zweiten Teil schon.
was im Endeffekt eine Verzweiflungstat war. Ich bin dann einfach zu Professor Sprout gegangen und habe mir gedacht, so, hey, wenn ich die zwei Aufgaben nicht gelöst kriege, mache ich einfach andere. Gut, nächste Aufgabe ist, finde Neville. Masterfrage, wo ist Neville? Ich habe so ziemlich den gesamten restlichen Part damit verbracht, nach Neville zu suchen. Ich war im Gemeinschaftsraum, ich war im Schlafsaal, ich war in der Bibliothek, ich war draußen auf dem Gelände, ich war bei Hagrids Hütte, ich war eigentlich überall. Und auf die glorreiche Idee, dass er sich wahrscheinlich im Raum der Wünsche befinden könnte, wo ja auch alle anderen Mitglieder der DA gerade rumdümpeln, bin ich nicht gekommen. Master Brain! Ja, gut. Irgendwann hatte ich dann doch die Erleuchtung. Aber wie gesagt, diesen ganzen Teil mit durchs Schloss rennen und Neville suchen, das ist so ein Teil, den müsst ihr einfach, also das ist überflüssig. Außerdem habe ich mich die ganze Zeit weiterhin nur darüber aufgeregt, dass diese anderen beiden Aufgaben nicht funktionieren und bla bla bla. Dementsprechend nochmal kurz die Erkenntnis und dann geht's weiter. Bye. Ach, der Raum der Wünsche. Ich bin so ein schlauer Mensch. Oh Gott, natürlich sind die da alle drin. Wir müssen Neville finden. Oh mein Gott, ich bin so schlau. Oh Gott, schlag mich doch bitte einer. Das ist Neville. Er weiß bestimmt etwas über selbstdüngende Sträucher. Hallo Neville. Weißt du etwas über selbstdüngende Sträucher? Natürlich. In meinem Buch Fleischfressende Bäume der Welt sind ein paar echt gute Fotos davon. Es liegt auf meinem Nachttisch im Jungenschlafsaal. Ihr könnt es euch holen. Danke. Ich war gerade im Jungenschlafsaal, danke. So, wo ist Colin? Bist du Colin? Sumpfkrattler, Salamander, Erklinge. Oh, hoffentlich behalte ich das alles. Nope, du bist offensichtlich nicht Colin. Bist du nicht Colin? Nee, Zacharias. Wann bringst du uns mal was Sinnvolles bei? Halt die Fresse! Wie wenn Harry uns beibringen würde, dir das Maul zu stopfen? Ja, danke, Ron. Sein, Ron. Ich weiß einen Zauber für Zacharias. Zacharias hilft dir bestimmt dabei, den anderen den Zauber zu zeigen. Klar doch. Ja, hier steht's. Rictus Sempra. Man muss den Zauber ausrichten und dann den Zauberstab so schwenken. Rictus Sempra! Also gut. Du hast ihn nicht getroffen. Ich gehe dorthin, Zacharias, und ich zeige allen, wie es funktioniert. Darf ich ihn verzaubern? Rictus Sempra! Ja, Mann! Damit kann ich mir diese Idioten vom Inquisitionskommando von Leib. Mann! Toller Zauber! Bam! Das macht Spaß. Das habt ihr alle toll gemacht. Hey, ich hatte viel zu wenig Zeit zum Üben. Oh, tut mir leid, Zacharias. Mehr Zeit haben wir für den Zauber nicht. Haha. Ein anderes Mal. Wirklich toll, dein Unterricht, Harry. Hey, Harry. Harry. Was? Hallo Harry, ich freue mich so auf den Unterricht. Machen wir was Aufregendes, ganz klar. Bestimmt. Ja. Können wir was in die Luft sprengen oder jemanden in ein Frettchen verwandeln? Oder diesen Zauber üben, mit dem man jemanden bewegungsunfähig macht? Petrificus Totalus. Was mit dem Frettchen war eine dezente Anspielung auf Malfoy. Okay, dieser Zauber mag einfach sein, aber er ist trotzdem nützlich. Um einen Gegner zu lähmen, richte deinen Zauberstab aus und tippe dreimal so wie ich. Harry guckt einfach in der Gegend rum. Petrificus Totalus! War das Ron? Der Arme. Bingo. Hey, der hat nicht getroffen. Ach, Hermine hat den Zauber immer wieder aufgelöst. Lehrer aller Zeiten. Danke. Bringen wir es den anderen bei. Gut, damit kommt also das Ende der zwei Parts. Ich habe daraus jetzt dann doch im Endeffekt ein Video gemacht, weil es doch etwas länger wurde, als ich erwartet habe. Hier also dementsprechend ein sehr kurioser Mini-Part gepaart mit Vlog-Erklärung zum Thema von drei Videos insgesamt, die ich hier quasi so ein bisschen zusammengeschnitten habe. Also was in erster Linie passiert ist, ist, ich habe die Aufgabe von dem Gemälde gelöst, habe den Tagespropheten bekommen, habe die Aufgabe von Professor Sprout gemacht, sprich ich habe diese komischen selbstdüngenden Pflanzen-Gedingens da, habe Neville gefunden, hooray. Das Einzige, was ich noch nicht erledigt habe, auch am Ende vom zweiten Teil, also vom zweiten Video, ist, das Buch für Snape zu finden.
Und da kommen wir dann zum dritten Teil, denn ich habe am Anfang erwähnt, dass ich am Ende vom zweiten Teil merke, dass die Dinge nicht gespeichert waren und das deswegen nicht funktioniert hat. Ist falsch. Am Anfang vom dritten Teil, wahrscheinlich, merke ich dann, dass die ganzen Sachen nicht gespeichert wurden und nehme die Aufgaben quasi nochmal an, damit sie dann natürlich auch funktionieren, logischerweise. Anders geht's ja nicht. Und das seht ihr dann aber alles im nächsten Part. Also ab hier geht's dann jetzt quasi ganz normal weiter. So, das Einzige, was ihr jetzt verpasst habt, war Rumlauferei, Rumaufregerei und irgendwie einfach nur Blutdruck von 180 von mir umsonst. So. Dementsprechend hier diese kleine Infosammlung. Ich hoffe, es hat euch trotzdem ein wenig gefallen und ich hoffe, ja, dass mir sowas nicht nochmal passiert. Und dann sehen wir uns auf jeden Fall im nächsten Part wieder. Vielen Dank fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal. Ciao!